Esst mehr Salat, haben sie gesagt. Also, Cheeseburger, Nudelsalat. Auf jeden Fall dranbleiben. Wir beginnen unser heutiges Video mit den obligatorischen Schnibbelarbeiten. Wir benötigen eine Zwiebel, halbieren und in grobe Würfel schneiden. Die genauen Mengenangaben gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Also nicht verzagen, in der Videobeschreibung fragen. Zwiebeln beiseite und als nächstes Schnittlauch. Ein Bund Schnittlauch komplett in mehr oder weniger feine Ringe hacken. Dann brauchen wir Sandwich-Gurken, gehen auch normale Gürkchen. Wichtig ist, dass die auch in mehr oder weniger gleich große grobe Würfel geschnitten werden. Die Stücke dürfen durchaus als solche erkennbar bleiben. Zudem habe ich noch Tomaten gewürfelt, das habe ich euch jetzt vorenthalten. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Schüssel und in die Schüssel machen wir eine äußerst delikate Salatsoße, die sich an einer Burgersoße orientiert. Also Ketchup, Mayo, Senf, Rotweinessig, eine ordentliche Menge Salz und Pfeffer, Schnittlauch einmal vermengen und noch mit Worcestersauce abschmecken. Verrühren, fertig. Ein bisschen nach der Konsistenz gucken. Es sollte nicht zu dickflüssig sein. Dann brauchen wir eine Pfanne mit etwas Öl und Zwiebeln. Zwiebeln lassen wir anschwitzen. Ich habe hier meine Hexglattpfanne. Ich werde oft gefragt, ob ich damit zufrieden bin. Ich bin damit super zufrieden. Die ist richtig, richtig geil. Die bekommt eine gute Hitze. Die kann sich super reinigen lassen und am Ende kann ich sogar mit so einem Löffel drin rumrühren, ohne dass ich irgendetwas an der Beschichtung kaputt mache. Das Geräusch, zugegeben, ist jetzt nicht das Beste, aber es funktioniert. Jetzt braten wir scharf Hackfleisch an. Würzen auch das ordentlich mit Salz und Pfeffer. Damit haben wir die Zutaten für unseren Cheeseburger-Salat fast komplett. Das Coole an so einem Cheeseburger thematisch eingeordneten Salat ist natürlich, dass man auch komplette Burger nachbauen kann. Man könnte natürlich jetzt auch anstelle dieser normalen Burgersoße die Big Mac Soße machen und so eine Art Big Mac Nudelsalat machen. Dann habe ich in der Zwischenzeit, das habe ich euch nicht gezeigt, das denke ich könnt ihr auch, 500 Gramm Spiralnudeln vorgekocht und zwar al dente. Wichtig ist, die nicht zu matschig zu kochen und wichtig ist auch, dass man diese zuerst in die Soße rührt, damit die Nudeln etwas von der Soße noch aufsaugen können. Nach ein paar Minuten gebe ich dann mein Hackfleisch hinzu. Das sind im Übrigen so zwischen 500 und 600 Gramm gewesen. Auch das hebe ich unter. Und jetzt kommen die Burger-Toppings, die ihr gerne hättet, noch mit in unseren Salat. In dem Fall habe ich ja schon erwähnt, ich hatte Tomaten klein geschnitten, noch in Würfel, das habe ich nicht gefilmt. Und natürlich unsere Gewürzgurken. Wer möchte, kann jetzt auch noch Röstzwiebeln unterrühren oder Käsewürfel oder. Hier ist auf jeden Fall der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man könnte auch einen Big Tasty Bacon Salat machen. Ich glaube, die Grillschau hat das mal gemacht. Das war auch richtig geil. Ja, dann natürlich servieren. Ich esse den gerne lauwarm. Der schmeckt aber auch geil, wenn er einmal durchgezogen ist. Also so 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Lohnt sich schon fast wieder eine Party zu veranstalten, nur um diesen Salat zu machen. Also, richtig lecker. Filmreif aufspießen funktioniert heute nicht so gut. Sei es drum, ich werde auf jeden Fall das Ganze probieren. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre es cool, wenn ihr das noch nachholen könnt. Ihr verpasst so kein Video mehr. Und ich habe noch ein paar kreative Sachen am Start. Bin sehr gespannt. Checkt doch auch meinen Hotdog-Salat, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.